Leute, nach langer Zeit kommt hier bei Mr. Tesh auf seinem Kanal, also auf meinem Kanal, mal wieder ein Video. Ja, heute haben wir wieder einen Detektor am Start, einen neuen. Ich habe Probleme mit meinem Detektor gehabt, der wurde eingeschickt und ja, zur Reparatur. Und ja, ist bis jetzt noch nicht zurück. Und ich dachte mir, ja, was mache ich jetzt? Und da fiel mir im Internet ein Angebot ins Auge. In dem großen Auktionshaus kursieren Angebote von Detektoren aus dem fernen China. Ja, ich weiß, einige von euch werden jetzt denken, oh Gott, der wird doch nicht. Doch, der wird. Und hier liegt er. Das ist ein Detektor, der kostet knapp über 40 Euro. Erwartungen sind natürlich dann nicht so hoch, aber es gibt schon Positives zu bemerken. Ich habe, ja, ich erspare euch das Unboxing und habe ihn halt hier schon mal zusammengebaut und mal ausprobiert, so einen Trockenversuch gemacht. Also funktionieren tut er. Ich zeige euch jetzt mal kurz. Das Ding ist komplett markenlos, steht auch nirgends ein Typ. Er sieht von außen ein bisschen aus wie ein Detektor, ja, einer Marke, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ich will ja keine Werbung machen. Und möchte sie auch nicht in den Produkt in Verbindung bringen. Es ist aber kein Plagiat, also kein, also optisch sieht er so aus, aber er funktioniert völlig anders. Aber er funktioniert. Ich zeige das Teil jetzt erstmal. Gepolstert hier oben, das ist ja Standard. Verarbeitung ist, ja, soweit ganz okay. Man kann es natürlich nicht mit so einem 1000-Euro-Detektor oder 400-500-Euro-Detektor vergleichen. Aber ganz okay. Also, normale Standard-Aluminium-Gestänge. Unser Teil ist aus Kunststoff. Das hatten wir auch schon öfter in meinen Detektortests in anderen Videos. Sollte mich aber jetzt hier auch nicht stören. Spule ist, ja, von der Größe her okay. Ich glaube 22 cm, ich weiß aber auch jetzt nicht genau, die technischen Daten sind auf der Verpackung nirgendwo aufgedruckt. Müsste ich also nachmessen. In der Beschreibung stand auch nicht viel drin. Was ihr hier seht, dieser Halter, den habe ich jetzt dran gemacht, ja, für meine Bequemlichkeit. Da kann man nämlich den Pinpointer draufstecken. Ein echt empfehlenswertes Gadget. Da muss man das Teil nicht immer, ja, damit herumhantieren, im Rucksack suchen. Und ich erspare mir diesen unbequemen Holster am Gürtel. Ja, schalten wir das Ding jetzt mal ein. So, Power-Taste. Das Ding führt einen Bodenabgleich durch, also zumindest sieht es so aus. Ja, Bedienung ist eigentlich, geben keine Rätsel aus. Auf hier. Mit Z könnt ihr verschiedene Einstellungen auswählen. Zum Beispiel hier die Empfindlichkeit, das kann man mit rauf und runter. Tasten funktionieren mit Druckpunkten eigentlich sehr gut. Hier kann man verschiedene Metalle rausnehmen, also ist ein Diskriminator. Da kann man sich durchwählen. Hier lässt sich die Lautstärke einstellen. Jetzt sind wir noch bei der Empfindlichkeit. Mit Mode kann man verschiedene Modis anwählen, verschiedene Programme, die hat er schon drin. Also das berühmte All-Metal haben wir drin und so weiter. Ja, er hat eine Tiefenanzeige und er hat einen Pinpointer. Das habe ich an der Preisklasse noch nie gesehen. Der funktioniert sogar recht gut. Seit jetzt, wie gesagt, ich habe nur einen Trockenversuch gemacht. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie sich das Teil im Gelände schlägt. Display ist beleuchtet. Stromversorgung erfolgt über zwei 9-Volt-Blöcke. Scheint also ein ziemlicher Stromfresser zu sein. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, was ganz Besonderes. Das hat mich verblüfft, als ich ihn ausgepackt habe. War recht gut verpackt, auseinandergebaut natürlich. Und im Paket liegt, ihr werdet es mir nicht glauben, eine deutsche Anleitung. Schön bebildert. Ja, nichts Besonderes, aber leicht verständlich und einigermaßen richtig übersetzt.
Also ich habe schon etliche von solchen Billigdetektoren, obwohl in dieser Preisklasse habe ich noch keinen ausprobiert. Also die lagen alle so in der, ja, so bei 100 € aufwärts. Und dieser hier liegt knapp, ich glaube 42 € liegt der im Moment, inklusive Versand. Ist aber fast überall ausverkauft. Und ich habe auch keine 6 Wochen drauf gewartet. Nee, ihr werdet es auch nicht glauben, aber das Ding war innerhalb von 2 Werktagen da. Versand war aus Frankfurt. Also es gibt auch keine Probleme mit dem Zoll, zumindest nicht bei dem Verkäufer. Ja, ich werde mal noch in der Videobeschreibung eventuell das Ganze verlinken. Aber ich kann halt nicht garantieren, dass das Angebot noch besteht. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, und jetzt geht's auf ins Gelände. So, Leute, jetzt testen wir das Teil mal hier im Gelände. Ich bin jetzt nicht im Wald. Ich bin an dem alten Haus. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. So, hier steht der Detektor. Fertig eingestellt. Mit aufgesteckten Pinpointer. Wenn er das auch so macht mit dieser Halterung, müsst ihr natürlich aufpassen, dass der Pinpointer aus ist, weil sonst stört er die Spule. Beziehungsweise den Detektor. Und dann bekommt er nur Gepiepse. So, hier ist, naja, das war mal so ein alter Rasen. Hier hinten ist noch eine alte Bank. Das Haus ist etwa 100 Jahre alt, schätze ich mal. Und schauen wir mal, ob wir hier was finden mit dem neuen Detektor. Mehr oder weniger neu. Ich habe übrigens mal im Internet nachgeschaut. Der Detektor wird auch tatsächlich unter verschiedenen Markennamen angeboten. Und der Typ ist immer der gleiche, MD-1030 Typ 2, also MD-1030 2, einfach mal eingeben. Die Dinger sind mehr oder weniger alle baugleich. Auf meinem hier steht jetzt keine Bezeichnung. So, dann legen wir jetzt mal los. Ja, noch was, ich habe noch was vergessen. Also heute testen wir den Detektor. Gleichzeitig habe ich das erste Mal, ja, beim Sonden die neue Kamera dabei. Die neue 4K-Kamera. Mal schauen, was die bei schönem Wetter. Es ist zwar kalt im Moment, so um die 0 Grad, aber strahlender Sonnenschein. Ich zeige euch das mal. Hier, strahlend blauer Himmel. Aber kalt. So, dann legen wir mal los. Bodenabgleich. Machen wir gleich mal ein bisschen leiser. So. Modus Altmetall. Ja, Altmetall. Allmetall. Aber ich weiß nicht, was hier alles so rumliegt. Dann legen wir mal los. So, das Geschwenke erspare ich euch jetzt. Kennt ihr ja alles schon. Beim ersten Fund schalte ich euch wieder zu. Bis gleich. So, hier ist Ihr Signal. Eisen. Sechs Zoll Tiefe zeigt er an. Was hier gleich das erste Mängel hier, das Display. Also bei Helligkeit hier, wenn die Sonne scheint, oder auch nur bei normalem Tageslicht. Eigentlich, schaut mal, fast nichts zu sehen. Aber wir haben ja noch unser Gehör. Mal gucken, was das ist. Pinpointer, für den wird es zu tief sein. Er reagiert noch nicht. Doch. Sagt hier genau. Mal gucken wir mal, was das sein könnte. So. Modus Altmetall. Ja, Altmetall. Allmetall. Aber ich weiß nicht, was hier alles so rumliegt. Dann legen wir mal los. So, das Geschwenke erspare ich euch jetzt. Kennt ihr ja alles schon. Beim ersten Fund
Schalte ich euch wieder zu. Bis gleich. So, hier ist das Loch. Schauen wir mal. Hier scheint es drin zu sein. Hier. Dann schauen wir mal. So, dann gucken wir mal in die Kühlpointe. Alter Zelthering. Ja, dann hat das schon mal gut funktioniert. Ja, der erste Fund. Ein alter Zelthering. Aus Eisen. Ungefähr 10 cm tief. Man hat hier, ja, in dem Garten wohl mal einer gezeltet. Hat schon mal recht gut funktioniert mit dem Ding, also mit dem Detektor. Was extrem stört, ist das spiegelnde Display. Ich habe mal gedacht, da noch eine Folie drauf ist, aber nee. Da ist kein Kunststoff von dran, ist einfach nur so eine dünne Folie. Das ist aber dann als Ersatz fürs Displayglas. Naja, China halt. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ja, hier das nächste Signal. Auch wieder Eisen. Geräusche macht das Ding. Das ist irgendwie ein Teddybär. Scheint aber sehr, also zeigt sehr tief an. Über 8 Zoll. Glaube ich aber nicht, dass das stimmt. Genau hier. Okay, dann gucken wir mal nach. Ja. Oh, hier liegt was Hartes. Da ist ziemlich viel Moos. Das machen wir mal so ein bisschen zurück. Heute. Ja, hier ist es. Ein ziemlich großes Stück Eisen. Zumindest mal kein Hering. Ich hole euch mal mit. Wackelt ein bisschen, ich habe mal jetzt. Hier. Hier ist es. Sieht aus wie ein Verschluss von einem Kanister oder so irgendwas.
Das hängt hier direkt an einem Stein. Sieht aus wie ein Sandstein. Und jetzt habe ich ihn ausgemacht. Was könnte das sein? Hat jemand eine Ahnung? Ja, auch wieder ungefähr, naja, 10 cm, 10 bis 15 cm tief. Das Teil, das sichtbar ist, von dem Metall, sieht, ja, nicht unbedingt ja, viereckig, leicht angerundet an den Ecken. Und ja, etwa 3x4 cm. So, hier ungefähr 3 und hier 4. Aber keine Ahnung, was das ist. Ich schau mal vorsichtig weiter. So, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gebuddelt. Aber ich habe jetzt das Loch wieder zugemacht. Denn, ja, ich habe noch welche gefunden. Sieht aus wie irgendeine Markierung. Vielleicht ist da irgendwie eine unterirdische Leitung markiert. Oder ein altes Werkzeug, oder es ist irgendein Relikt vom Zweiten Weltkrieg, was ich hoffen will. Aber der Boden ist hier teilweise noch gefroren. Keine Chance. Also ich werde wahrscheinlich wieder mal herkommen mit einer anständigen Ausrüstung, wenn es etwas wärmer geworden ist. Und dann mal vorsichtig nachschauen, was das ist. Und ich hoffe, es ist kein Fall für das Bombenräumkommando. Ja, obwohl viele Bomben sind hier nicht gefallen im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist es aber auch nur, ja, vielleicht ist irgendeine Leitung markiert, wie gesagt, oder es ist halt fest mit dem Stein verbunden, das ist das Seltsame. Ja, vielleicht hat ja von euch einer irgendeine Idee, schreibt es mir in die Kommentare. So, das war's jetzt erstmal, ganze 2 Funde, aber das Gelände ist nicht groß, schaut mal. Das sind, ja, vielleicht 10 mal 5 Meter, mehr ist das nicht. Der Detektor, was gibt es zu dem Teil zu sagen? Also er funktioniert besser als erwartet. Natürlich für Fortgeschrittene ist das nichts, das Teil. Obwohl, er reagiert relativ flott. Ja, der Diskriminator ist ein bisschen seltsam. Denn ihr müsst das Metall, das ihr nicht raushaben wollt, also das, was ihr suchen wollt, müsst ihr markieren. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass es eher umgekehrt ist, das, was diskriminiert werden soll. Wird angewählt, aber hier ist es halt wie gesagt andersrum. Ja, hab ein paar Signale gehabt. Ja, aber bis auf dieses seltsame Teil jetzt eben, ja, noch ein Hering und ein Nagel, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Aber nichts Wertvolles dabei. Ja, das war ja auch nicht meine Intention. Da ging es ja darum, den Detektor mal draußen zu testen und für, naja, den Preis, den er kostet. Kann man eigentlich nichts Schlimmes sagen. Also für Anfänger nicht schlecht. Natürlich findet ihr, ja, wenn ihr noch einen Hunder da drauf legt, schon bei Markenfabrikaten Einsteigerdetektoren. Aber wie gesagt, in der Preislage einmalig. Bis auf dieses Display, das ist also echt unmöglich, so gut wie nichts erkennen. Es ist zwar hintergrundbeleuchtet, aber das macht es eher schlimmer. Und vielleicht, ja, nur was für Leute, die im Dunkeln sondeln. Mal sehen, vielleicht kann man da auch was dagegen tun. Die Folie vielleicht rausnehmen und ein Kunststoff, ein Stück Plexiglas an deren Stelle setzen. Aber ja, ist halt Aufwand. Wenn ich mir so einen Detektor kaufe, erwarte ich damit, dass ich den zusammenbaue, Batterie rein und direkt absuchen kann. Ja, also die Grundbedürfnisse erfüllt das Ding. Hat eigentlich alles, was ein Anfänger zumindest braucht. Er reagiert relativ schnell. Ich hatte also schon Markendetektoren, die Träger waren. Aber ob das wirklich so viel Geld, also 42, 43 Euro wert ist, muss halt jeder selber entscheiden. Man sagt es schön, wer billig kauft, kauft öfter. Ja, Haltbarkeit kann ich nichts dazu sagen, denn ich habe ihn erst einen Tag. Stabil gebaut ist er auch. Da hatte ich auch schon wesentlich Schlimmeres für mehr Geld. Und ja, also im Grunde muss ich ihm eine Kaufempfehlung geben. Denn ja, unter 50 Euro gibt's nichts Vergleichbares, nichts Besseres. Weil, ja, es ist vielleicht kein High-End-Gerät, aber das hat er ja auch nicht versprochen. Alles das, was in der Beschreibung stand, das kann er. Und das macht er eigentlich auch ganz gut. Ich bin vor allem jetzt auch mal gespannt. Die Spule war jetzt natürlich schön nass. Hier in dem nassen Gras, nasses Moos.
Mal gespannt, ob er das was ausmacht. Ansonsten, ja, melde ich mich nochmal zurück mit dem nächsten Video. Das wird wahrscheinlich dann nochmal ein anständiges Sondervideo werden. Aber im Moment ist es mir einfach zu kalt. Also macht's gut. Lasst einen Daumen hoch da. Wer Kritik hat, schreibt's auch gerne in die Kommentare. Ich bin für jeden neuen Abonnenten, bin ich ja froh. Wählt die Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Kostet euch ja nichts. Oh, bleibt sauber und gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Mr. Tech. Tschüss.